Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Sashi und das da ist Gonzales von dem YouTube-Kanal Gonzales und Clint. Warum sage ich das so komisch? Ich weiß es auch nicht. Klingt aber gut. Ja, schön deutlich ausgesprochen. Sehr gut. Wir haben heute den 7. September. Am 7. September haben wir auch ein Geburtstagskind und das Geburtstagskind ist Jörg Pilawa, der Schwiegermama, Liebling, Moderator. Immer. Immer. Ja, finden Sie gut? Ja, ist okay. So nördlich, ne? Ja, der ist, So ein bisschen Weichspüler. So wie er guckt. Ja, ja, so ein bisschen Weichspüler-mäßig läuft er immer dann durch die Sendung und so. Ja, wenn er meint, ne? Ja, geht so. Also auf jeden Fall hat er heute Geburtstag, 1965 geboren. Und am 7. September war auch noch was? Ja, und was viel cooleres wie Jörg Pilawa, da lehne ich mir jetzt mal aus dem Fenster. Google wurde gegründet. Google wurde gegründet. In der Garage mit 4 Leuten. Ja. Aber, ich meine 4 Leute und trotzdem ein Startkapital von 1 Million Dollar. Startkapital? Ja. Wo haben Sie das her? Das frage ich mich allerdings auch. Was ist das für ein Startkapital? Ja, die haben Google erfunden, die haben es gesucht und gefunden. Ja, ja. Achso, die haben es gegoogelt. Vorher schon. Nee, aber jetzt mal ohne Scheiß. Startkapital von einer Million Euro ist, Dollar. Haben wir nicht. Dollar. Also, nee. Normalerweise sagt man ja so Startkapital 5.000 Euro oder so. Alles gut. Dann bist du auch schon gut dabei. Aber hallo. Zumindest wir. Wir haben einen Kasten Bier vielleicht. Oder so. Startkapital, Kasten Bier, genau. Ja. Und am 7. September ist auch Unabhängigkeitstag in Brasilien. Oh, Brasilien. Ja. Brasilien kennst du? Kenn ich. Samba, Karneval. Ja, ein bisschen Fußball können die auch. Nackte Mädels, bisschen. Ab und zu. Ja, Silence geht gegen Deutschland. Sag ich da nur. Naja, egal. Das ist Unabhängigkeitstag und heute ist auch was? Und heute ist auch noch ein besonderer Tag. Und zwar 1892 wurden die Boxhandschuhe Pflicht. Ach so, ja. An diesem Tag. Also beim Boxen. Beim Boxen. Nicht jetzt beim Häkeln oder sowas, sondern beim Boxen. Nee, nee, nee. Beim Boxen. So richtig beim Boxen. Ja. Dann war nicht mehr mit Knastregeln gleich auf die Fresse, sondern erstmal Handschuhe anziehen. Ja, es ist ja, die Boxhandschuhe sind ja eigentlich, also wenn du mit Boxhandschuhen auf die Fresse kriegst, ist ja genauso. Tut auch weh. Blöd. Ja, muss aber auch nicht sein. Aber es schützt halt den Schlagenden. Richtig. Ja. Aber 1747, also ist auch noch eine ganze Ecke weiter vorher, hat ein Schüler die ersten Boxhandschuhe erfunden. Ach so. Aber da wurden die nur im Training eingesetzt. Ah, okay. Weil wenn es richtig zur Sache ging, dann lieber... Also haben sie wirklich die blanke Faust immer genommen? Ja, immer rauf. Hast du schon mal geboxt? Nein. Nee, ich habe schon mal geboxt. Und hier so tschuk, 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 ne? Ja. Und wenn du das mit den Boxhandschuhen machst und ohne Bandage und du haust dann da drauf, Alter, die tun so die Handgelenke weh. Okay. Hammerhart, ich bin ja kein Profi, gar nicht. Ach, weit weg. Aber es ist ein Knaller, was dir da die Hände... Und dann musst du auch überlegen, ohne Handschuhe, ey... Also so mimimi wie ich bin, gehst du um. Schon alleine vom Schlagen. Gibst du freiwillig auf. 7. September, heute war der 7. September bei Schoki Banoki Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Jetzt könnt ihr auf den Kanal gehen von Gonzales und Clint und könnt mal gucken, was die so let's playen. Und morgen sehen wir uns wieder am 8. September. Morgen ist wieder der Clint da. Der gute Mann. Ja. Mensch. Hier sein Kumpane. Ja. Hat er sich hierher verlaufen. Genau. Ah. Cheerio, Miss Sophie. Auf Wiedersehen.